Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil. Hallo und herzlich willkommen zu Wolfenstein A New Order. Und ja, in der letzten Folge, jetzt haben wir eben kurz die Rüstung hier ein, haben wir tatsächlich es geschafft, aus der Nervenklinik zu entkommen und sind offensichtlich zu Anjas Großeltern gekommen. Und wir müssen jetzt nach Berlin, um den Widerstand zu befreien. Oh, die Großeltern. Ich hoffe, die kriegen wir hier durch. So, Anjas Großvater. Roman Targonski wuchs in den Bergen in Südwesten Polens auf. Als ältester von 5 Brüdern und 4 Schwestern auf. Sein Vater war ein Ziegenbauer und nach seinem Tod führte Roman sein Gewerbe fort. Obwohl er tief religiös ist, folgt er nur einer einzigen väterlichen Regel. Behandle andere Menschen so, wie auch du behandelt werden möchtest. So, dann gucken wir erstmal, wie das munitionstechnisch aussieht. Okay, offensichtlich können wir hier nicht durch. Achtung. Ja. 14 Jahre nach Kriegsende und die Deutschen und anscheinend, wenn wir sagen, die finale Schlacht war 1946, 12 Jahre später, dann denke ich mal, 1948 folgte dann tatsächlich die Kapitulation der Amerikaner wahrscheinlich durch, die haben vor den Deutschen kapituliert haben und ich denke mal, der Roman hat es ja gesagt, es ist ja alles so, ja. Es ist auf jeden Fall nicht so, wie es sein sollte. Das Regime hat hier wahrscheinlich die Oberhand, die regieren die ganze Welt, was nicht gut ist. Ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt hier machen, echt gut ist. So, und wie gesagt, Brian und so, ihr habt hier mir auch fleißig Tipps gegeben. Ne? Ich soll mich gerade im Inneren schnell bewegen, hier müssen schnelle Kämpfe stattfinden. Ich versuche das, was ihr mir hier erzählt, auch zu berücksichtigen. Oh. Enigma-Code-Fragment. Sammeln Enigma-Fragmente, um die Enigma-Code-Puzzles in den extra Sektionen im Hauptmenü abzuschließen. Gelöste Enigma-Code-Puzzles schalten Bonus-Modi frei. Okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, ob wir im Tutorial auch hätten eins haben können. Boah, ich will jetzt ja echt keinen Alarm auslösen. Kommen wir nicht durch. Weil wenn ich jetzt direkt die ganze Truppe aufdicke, dann habe ich hier ein Problem. Ach, da ist er, okay. Ja, auch wenn ihr hier die Hakenkreuze weggenommen habt, täuschen könnt ihr...
Wir brauchten hier bitte schon Verstärkung. Ah, die Scheißviecher wieder, weißt du? Ich wollte gerade sagen, finde ich jetzt gerade nicht so cool. Mist, das muss ein bisschen schneller. Das muss ein bisschen schneller ablaufen. Ich weiß auch, Leute. Bitte macht mich. Bitte seid nicht sauer. Lassen wir erst nochmal Medischock. Das ist so. Ich bin stolz, wie gut wir das hier mittlerweile machen.
Und die Muni lasse ich jetzt eher, oder sagen wir mal so, das Medikit lasse ich jetzt erstmal ganz besonders liegen. Kontrollprong Flussbrücke. Wir sind in dieser Welt wie Ausgestoßene, auf der Flucht vor den Wölfen, die im Dunkeln die Zähne fletschen. Ich bin für Anja und ihre Großeltern verantwortlich, muss uns durch diesen Kontrollpunkt schleusen. Den Nachtzug nach Berlin erreichen wird noch eine lange Reise. Die Wimmelt ist nur so von Feinden, muss diesen Bereich säubern und sicherstellen, dass weder Feinde überleben noch Geschütze intakt bleiben, damit Opa sicher durch kann. Können wir das? Erst in der Baracke! Wow. Wow, 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 wow. Boah, mein Herz klopft gerade so. Boah, ich finde das gerade richtig gut, wie wir uns hier machen. Echt, besser könnte das jetzt gerade gar nicht laufen für uns. Bombenmäßig. Muss ich ja echt sagen, also ich bin echt stolz auf unsere Leistung. Raumfahrprogramm. Das Problem ist, alles so, was die Amis und Sowjets gemacht haben, das haben jetzt natürlich die Deutschen geschafft. Atombomben. So, ich guck mal, was ich oben in der Kommandozentrale noch eben machen kann. Gott, mein Herz, ey. Das rast gerade so. Oh. Wir haben noch einen Code freigeschaltet.
Patient massakriert, ganze Anstalt. Es wird nach uns gesucht. Tatsache, es wird nach uns gesucht. Fuck. Ich weiß auch gar nicht, ob wir diese Entwicklung hätten zurücknehmen können. Aber wir sehen, bleib wachsam. Einer von ihnen. Der Abhörstaat. Lies nicht die Lügen des Feindes. Werden Sie Mondsoldat. Nehmen wir mal mit. Das wär's. Zurück zum Wagen. Hätten wir natürlich auch schön machen können. Fuck. Geht noch von hier. Okay, ich sehe schon. Hier haben wir alles gesäubert. Finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Ich gucke, ob wir hier noch was mitnehmen können. Boah, richtig schön. Okay, das Limit erreicht. Okay, wir müssen zurück zum Wagen. Oh, ich würde hier gerne noch mehr aufnehmen, aber dann werden wir uns dann Donnerstag drum kümmern. Es sind ja erstmal nur zwei Folgen, ähnlich wie in Resident Evil Zero. Gehen wir mal zum Wagen, Opa. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Schönen Valentinstag. Oh, hi. Werden Sie Mondsoldat. Ah, das wieder, ne? Alter. Sofort! Fuck, meine Güte. Ja, alles klar, alles klar. Das ist das, was Brian, glaube ich, meinte. Ich grüße dich nochmal hier an der Stelle, dass die Kämpfe da schneller laufen müssen. Das ist dann so mein Problem, Leute. Das müsst ihr so ein bisschen mit berücksichtigen. Ich und Shooter, das ist sowieso so eine Geschichte. Deswegen, ich bin immer schon so froh, dass ich hier so weit gekommen bin, wie wir jetzt gekommen sind. Und ja. Aber es ist schön, dass euch das trotzdem gefällt und dass ihr das so feiert.
Ach, fuck. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt hier einen Cut setzen und werde und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Antenne, und ciao mit Au.